Im heutigen Video zeigen wir euch die 25 verrücktesten Momente, die jemals im Live-TV passiert sind. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Like da und abonniert unseren Channel und let's go! Dieser Mann hier wurde kurz nach diesem Verhalten verhaftet. Thank you, Wir alle haben noch mindestens einen Moment, für den wir uns noch immer schämen. Sie wahrscheinlich jetzt auch. Hier versucht der Reporter einen Häftling zu interviewen. Er antwortet zwar, aber nicht wie erwartet. Diese Frau hier dachte, es sei eine gute Idee, direkt neben einem hungrigen Löwen zu filmen. Nun ja, sagen wir mal so, sie hat sich eventuell ein bisschen erschreckt. This is Chow. He's about 14 years old. He doesn't like the cold as much as the tigers, do you? But he's choosing to be outside and if it gets really cold, he can go into his den in the back. Right, Chow? Der Reporter wollte eigentlich nur den Abspann ankündigen, aber der Boden gefiel ihm wohl einfach zu gut. You tonight at 10 p.m. We at KVOA News 4 are very committed, so committed. I'm gonna sign off now because I want to get there by the time everything tips off. So I'm gonna hand the microphone over to my buddy Danny here and go out, guys. All right, hey Paul, get you inside, enjoy that game. We'll see you back here at 10. Dieser Angestellte wurde kurz nachdem die Aufnahme live ging gefeuert. Warum? Schaut mal in die linke obere Ecke. Er wurde dabei erwischt, wie er auf dem Arbeits-PC Schmuddelkram schaute. Peinlich. Cricket Now and England have won the fourth and final test against South Africa at Old Trafford. They won by 177 runs, meaning they win the series 3-1. Patrick Geary reports from Old Trafford. Sie hier fand das kleine Baby-Krokodil ziemlich niedlich, aber nur so lange, bis es ihr fast den Finger abgebissen hatte. Okay, what's the name again? Hector. Hector. Ah, okay. That literally almost bit me. Oh my god. Dieser Reporter war zur falschen Zeit am falschen Ort. Er sah den Rodler zwar auf ihn zukommen, blieb aber stehen, um weiterzusprechen. You really gotta watch your backside. Der Greenscreen hat ihr scheinbar nicht so richtig funktioniert. Sie dachte, sie sei unsichtbar. Naja, nicht ganz. You get quit while you're ahead. What? Oh, no, it doesn't work. That's weird. Why doesn't it look like that? What's that? Oh, because it does. She's blocked. I was thinking, why isn't my body showing up? Oh, wow. Okay. Because she's not actually transparent. Oh, we Damn. Dieser Nachrichtensprecher fällt im Live-TV von seinem Stuhl, als er versuchte, diesen zu verstellen. Der junge Mann im Hintergrund hatte scheinbar mal Lust, etwas Neues zu probieren. Aber muss das Pflanzenwasser sein? Hier wurde ein echt komischer Moment festgehalten. Dieser kleine Junge war etwas frech zu dem Wettermann, doch ihn hat die Aussage Weatherboy scheinbar echt hart getroffen. What's the best kind of firework to buy? Wouldn't you like to know, Weatherboy? Where are your parents? Gets sketchy. Back to you guys. You gotta look out for feral children this time. Feral? Er hier wollte lustig sein und einen Kuchen in die Kamera drücken. Naja, dumm gelaufen und bezahlt hat er ihn auch nicht. Find the face. We'll have a live report next. Oh. Jesus. Diese Reporterin musste für den Beitrag neben einem Kamel moderieren. Das war aber scheinbar echt hungrig und fand die Haare der Reporterin äußerst schmackhaft. Du. Die Live-Übertragung begann hier genau im falschen Moment, als der Wind das Kleid der Moderatorin hochwehte. Ihre Kollegen haben versucht, sie durch einen riesigen Rahmen auf der Leinwand zu erschrecken, weil sie beim letzten Mal schon vor einer Fliege Angst hatte. Diesmal ging das allerdings schief.
This is good stuff. I was wondering why Kirsten, our producer, is like, just stay on the screen after. Now it makes sense. Now you know. And he's gone. Diese BBC News Reporterin bekommt während einer Live-Übertragung Besuch von ihren Kindern. Wahnsinn, wie gut sie im Multitasking ist und einfach weiterredet, während sie sich um die Kinder kümmert. Clear at the moment what effect former President Gunhae's impeachment will have on the territories. Unfortunately, discontent in South Korea is not only related to President Gunhae's administration. Okay. This is a major embarrassment for South. Dieser Reporter bekommt Besuch von einer Katze, die ihn scheinbar sehr gerne mag, und dabei kann er einfach nicht ruhig bleiben. Agora meu filho tá sujinho, viu? Ave Maria. Scheinbar wusste ihr Hund genau, dass sie gleich on air ist. Jedes Mal, wenn sie anfing zu zählen, stimmte er mit ein. Stop. Try it again. In 3, 2, watch out! Watch out for a little light. Ihr glaubt nicht, was dieser Reporter getan hat. Auch diese Frau bekam während einer Live-Show Besuch von ihren Kindern. Doch Sky News hatte da wohl keine Lust drauf und cancelte im Handumdrehen ihren Beitrag. I'm really sorry, that's my son arriving. Sorry, I'm really embarrassed. Sorry. Hold on one second. Sorry. Yes, you have two biscuits. Diese Mann hier wurde während seines Interviews die Show gestohlen, und zwar von seinen zwei Katzen, die unten links in der Ecke tobten. Storm Track Live still showing just a few sprinkles of rain off to the south and southeast of Grand Rapids. A low moving system comes right across the state of Michigan, and that system could bring us about an inch of rain through the mid part of the week. Not a bad day coming up for you tomorrow. It will be mild. Temperatures are going to be up in the mid 60s to around 70 tomorrow afternoon. Dieser Nachrichtensprecher hat aus Versehen jedem Zuschauer mitgeteilt, dass er dringend auf die Toilette muss. Er wusste nicht, dass er live war. Peinlich. I gotta pee. You're on the air. Greg. Dieses Mädchen war anscheinend wirklich sehr hungrig. So hungrig, dass sie aus Versehen eine rohe Ravioli gegessen hatte und das umgehend bereute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert unseren Channel für mehr krasse Videos. Bis zum nächsten Mal hier bei Sehenswert.